Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir sind hier im Grab und haben gerade uns von unserem Schild verabschiedet, weil wir einfach zu schwer sind. Und Elfenbogen, Gewicht 12, das kommt ja wieder mal gut, ich glaub's ja nicht. Aber den nehmen wir doch mit, weil wir werden da bei den Waffen den kaiserlichen Bogen, den haben wir ja. Ich bin da schon wieder in der Bretouille. Verflixt. Ich werde das mal kurz klar machen. Einen Moment. Und ich habe da jetzt einiges getauscht. Ich werde jetzt den Elfenbogen einfach mal nehmen, weil den hatten wir noch nicht. Den Stahlstreitkolben habe ich zurückgelegt. Den holen wir uns später. Und den kaiserlichen Bogen, den haben wir auch verzaubert. Ja, auch immer mit den gleichen, ja, Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Den habe ich auch zurückgelegt. Dafür nehmen wir hier das. Die Fackeln habe ich auch weggelegt. Das Gold nehmen wir. Den Schlüssel, das Wildbrett habe ich jetzt da mal kurz in die Truhe gelegt, um eben ein wenig flexibler zu sein, wenn es da noch was zu finden gibt, ja. Deswegen, da gibt es noch eine Urne. Wir brauchen nämlich Geld. Ich möchte unbedingt jetzt einmal ein Häuschen kaufen, damit ich den ganzen Schamotte nicht da finde. Auch verstauen kann, bis wir ihn brauchen. Zum Beispiel das Himmelschwert, dass wir es dann verzaubern, wenn wir bei der Zauberei ein wenig besser sind. Beschädigtes Buch. Gut so. Wie gesagt, in der Ego-Perspektive kommt es ein wenig besser mit dem Suchen. Deswegen mache ich das jetzt hier so. Aber zum Anschauen ist unsere Heldin ja auch nicht schlecht. Da liegt noch ein Stahlball, den Lederstreifen. Das nehmen wir alles das nächste Mal mit. Ja, okay. Da war noch eine Urne irgendwo. Nö. Gut, der Raum ist sicher, Farkasch. Und jetzt geht's dann gleich weiter in den nächsten Raum. Was ist denn da? Oh Leute, wir haben noch ein paar kleine Seelen, ja. Seelensteine. Und dann werden wir das gleich so machen. Und? Ja, und jetzt muss ich aber kurz nachschauen, ob wir noch genug Seelensteine haben. Ich möchte nämlich nur die winzigen vollfüllen. Sorry Leute. Sonstiges und Seelensteine. Wo sind die? Winziger Seelenstein. Beide gefüllt, ja. So, jetzt müssen wir aufpassen, damit wir die nicht einfach so verhunzen. Die sind nämlich mehr wert und der gewöhnliche überhaupt. Nun gut, dann brauchen wir die Seelenfalle auch nicht mehr. Ja. Und Skiva-Schwänze können wir zum können wir nämlich zum Brauen von Zaubertränken gebrauchen. Ja. Und ich schleiche da wieder weiter, weil ich habe da auf dem Marker ja wieder rote Punkte gesehen. Aha. Aha. Okay. Die haben das auch toll erledigt. Gut so. Noch irgendwo wer? Oh, ja. Unser Adronach hat ihn klar gemacht. Okay. Der Raum scheint sicher. Und da geht es dann anscheinend weiter. Ah, da ist ja schon wieder wer. Ah, ja. Komm her.
Okay, ich habe mir das mit dem Schrei auch schon angewöhnt, wie ihr gemerkt habt. Das kommt ja recht gut und wir werden das schon auf die Reihe bringen. Ich durchsuche jetzt mal schnell hier den Raum. Was war das jetzt? Einbalsamierungswerkzeug und Leinentuch. Novize, da könnten wir mal kurz schauen. Ich glaube zwei oder dreimal geht das und dann bricht uns der Dietrich ab, ja. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Möglichkeit. Ah, Gott sei Dank. Der geizige Dose. Ja, und das war's schon. Gold, 4 Gold und ein Heiltrank. Das kann ja nicht alles gewesen sein. Kann ich jetzt die zumachen? Ah. Nun gut, hinter der Türe kann man nicht nachschauen, aber da oben ist noch ein wenig Gold, da ist nichts mehr. Ja, wir kommen aus dem Suchen nicht raus, aber wir machen das einfach so, weil ich ja da nicht viel gesammelt habe. Gold und die Pelzrüstung kannst du dir behalten. Da gibt es ein beschädigtes Buch, das brauchen wir auch nicht. Gold ist immer gut und als nächstes versuchen wir dann einfach mal die Hütte in Weißlauf zu kaufen. Das brauchen wir unbedingt. So, sollen wir hier, das machen wir nachher. Ich habe da wieder ein paar Rezepte reinbekommen und die werden wir dann nach Abschluss dieses Quests dann auch brauchen. Ja? Gut, wir schleichen wieder und unser Atronach ist auch verschwunden. Wo sind denn wir hier da? Ganz leise wieder. Oh ja, ich weiß schon. Spinneneier, ihr seht das, ja. Und deswegen stelle ich da gleich mal den Atronachen rein. Und wir werden das einfach ja mit den Feuerblitzen probieren. Oh ja. Wenn wir die treffen. Auch. Und der ist schon wieder mitten im Bild. Und jetzt sollten wir auf Heilung gehen. Natürlich heilende Hände, weil der Kasperl immer in den Weg reinspringt, ja. Das war gut. Und der hat wieder die Arbeit für uns erledigt. Passt ja auch, ja. Noch einmal, ja? Jawohl. Gut so. Da gibt es auch wieder einige Eier. Aber wir wissen noch nicht, was für Wirkung diese Eier haben, aber es ist sicher nicht schlecht, wenn wir die mal mitnehmen. Da ist auch noch ein Ei. Nö, aus. Aha. Seht ihr da hinten den stehen? Wir machen das einfach ganz einfach jetzt einmal wieder mit dem Atronachen und dann die Feuerblitze. Wir stellen den da oben rauf. Das geht gar nicht. Jetzt? Auch noch nicht? Doch. Und mit den Feuerblitzen probieren wir das auf die Entfernung zu richten. Ja, Schwarm. Ja, und der steht mir schon wieder im Weg da hinten. Da ist er. Unser Feueratronach, der ist im Nahkampf nicht unbedingt der Beste. Also so viel ich... Hey, das war gut. Schießt da einer auf uns? Ja, klar.
War ja wieder mal klar. So, und den müssen wir dann im Nahkampf wieder ein wenig aufs Korn nehmen. Ich werde wieder mich mit dem Kriegshammer ausrüsten. Ja. Komm, lauf zu. Jawohl. Und das war's dann auch schon. Gut so, Farkasch, danke vielmals. Ja. Und weil ich dich heilen musste, konnte ich jetzt auf den Zauber verzichten. Ja, das kann ja nicht sein. Wir werden wieder die Elfenrüstung anziehen und dann gleich einmal die untersuchen, die Jungs. So, Ruheloser. Nordbogen, Pipapo, das ist alles Schmarrn. Knochenmehl ist okay. Ah, die Pfeile, sorry Leute. Pfeile können wir nicht genug haben. Da in der Ecke waren wir auch noch nicht. Und da unten gibt es dann auch schon nichts mehr. Ah, okay. Da leuchtet irgendwas. Ah, das ist ein, ja, Texturbug. Okay. So, und jetzt sind wir, glaube ich, auch schon wieder gelevelt. Haben genug Magika, damit wir einen dritten Begleiter wieder mitnehmen können. Wo ist denn der andere hin? Da hinten liegt auch noch einer. Der Wicht. Und einen hatten wir noch, oder? Ist uns der da runtergefallen? Nö. Ah, das wollte ich wieder nicht. Verflixt, Leute, sorry. Komm her. Und da Waffen zu finden, alter Nordzweithänder, ja. Den lassen wir fallen. Gut so, haben wir das? Ja, okay. So, wie sieht's denn da jetzt aus? Da ist nichts mehr und da auch nicht. Wir sollten wieder schleichen, glaube ich, ja. Da finden wir auch nichts mehr. Ist da irgendeiner, der aufstehen könnte? Na, eigentlich nicht. Okay, da komm her. Gib mir dein Gold. Leute, ich weiß nicht warum, aber ich bin ziemlich verkühlt und habe keine Ahnung, wo ich mir das zugezogen habe. Gehört nicht ins Spiel, aber es soll auch keine Entschuldigung sein, wenn ich so heiser ein Let's Play mache, aber verständlich, nach so viel Arbeit und so viel Stress, liegt da einer? Da, Gold, okay. Und du auch noch? Okay. Ah, was war das jetzt? Sorry. Das wollte ich alles nicht, ja. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, bald einmal zum Ende, denke ich. Weil viel länger kann das ja nicht da sein. So, ab jetzt ist es dann schon wieder blind, Leute. Ich habe dann nur bis zu den Spinnen gespielt. Was war das für ein Eisdolch? Hat der Zauber? Na, hat er nicht Eisendolch, sorry. Achso, da ist schon alles zu. Und das schauen wir uns noch an. Da ist niemand, der aufstehen kann. Der hat auch noch Gold und eine Stimme.
Stiefelpartie dabei. Warum auch immer der Stiefeln braucht in seiner Gruft. Aber ja. Okay. Das war's für dieses Mal. Ich glaube, das ist schon das Finish. Ja, da kommen wir dann hin. Unsere Tosita, unser Feueratronach und unser Farkasch verabschieden sich wieder mal. Und wir sehen uns beim Finale, wenn es da heißt, endlich das zu finden, wonach wir suchen. Okay, Leute, schönen Abend noch. Euer Toso, ciao.